Wahoo von die Firefox hier. Und fragt mich bitte nicht, warum ich noch nicht angekommen bin und warum plötzlich so die Ladezeiten so lang sind. Ich fliege einfach mal schnell rüber, es ist ja kein weiter Weg. Und eigentlich könnte ich vorher mal eine Runde trainieren gehen. Ich meine, es ist schon lange her, dass ich das letzte Mal trainieren war, falls es überhaupt noch hier geht. Vom Level her. Da gibt es immer ein paar Begrenzungen pro Gebiet und ich glaube, die sind hier nicht so sehr hoch. Übung macht den Meister. Ich hatte recht. Leider können wir nicht trainieren. Verschieben wir es später auf die Grube oder sonst wohin, wo wir ein hohes Level Maximum haben. Wir sollen das Schloss betreten, aber soweit ich weiß, sind dort direkt alle feindlich gesonnen. Und da ich irgendwie gerade mal fix dadurch möchte... Wow, es lädt sich echt gerade zu Tode. Was zur Hölle? Machen wir es so. Hi! Habe ich dir irgendwie ins Müsli geschissen, dass du mich nicht mehr magst? Ja, danke Balken. Yay. Soweit ich weiß, müssen wir nämlich den Aufzug hinuntergehen. Ich habe vergessen, das Auge zu aktivieren. Ich bin so ein Vollidiot. Das gibt's nicht. Müssen wir den Aufzug runter in ein Gebiet, wo wir nicht rein dürften. Gut, wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, das ist das Gebiet, wo wir nicht normalerweise hin dürften. Deshalb gehe ich hier lang. Und da ist tatsächlich ein Bodenfliesen, die wir bewegen können. Ich schätze mal, das wird der richtige Weg sein. Hier ist nichts. Lügnerei. Wenn das der Schatzraum ist, dann habe ich die Quest auch offenkundig schon erledigt. Schon entschärft. Wir sollen ja alles mitnehmen, was wir kriegen können. Absolut wertlos. Ich denke mal nicht, dass ich alles aus jeder Kiste einpacken muss, ansonsten muss ich nochmal zurückkehren. Blau wie Charisma. Weg da! Wups. Schon entschärft. Wups. Dann machen wir es halt auf die Hau mich tot Variante. Ich meine, hier müssen wir eh nie wieder was erledigen. Und der Typ hat uns eh verarscht damals. Können wir uns auch durchkloppen, ich meine ja nur. So, sehen wir auch mal bei Elfenschützen in Aktion, auch wenn die kein großes Ding sind. Naja. Naja, schon entschärft. Geld gibt's hier immerhin mehr als genug. Schon entschärft. Schon entschärft. Jetzt sollen wir einfach nur alle Kisten einmal öffnen. Das ist schon eine schicke Kiste. Der reinste Plunder. Ich habe keinen Platz keinen mehr. Platten. Naja, aber ich kann es halt nicht wir mitnehmen. Wir müssen keinen Platz mehr. Platz mehr. Schade, hätte ich mal fast... Ich hätte was kaufen sollen. Der reinste Plunder. Ich begnüge mich vorerst mit dem Geld. Oh. Schon entschärft. Und irgendwer absolut ist mir auf wertlos den Fersen. Ich sollte mich eventuell mal umdrehen. Naja. Gibt es die auch in gefährlich... Vermutlich schon. Schon entschärft. Schon. Genau wie schon entschärft. Ergibt schon Sinn, entschärft. Oder? Und ich hätte mich eher aufdecken müssen, da man Kisten meines Wissens nach nicht öffnen kann, wenn man unsichtbar ist. Luftzauber. Und was finden wir hier noch alles? Hatte ich das schon? Nein, hatte ich nicht. Ich könnte mal anfangen, Regeneration zu benutzen in einigen Begebenheiten. Leeres Fass, gelbes Fass. Gelbes Fass gebe ich mal dir. Du hast aber auch noch nicht zu viel. Dann haben wir hier nochmal ein rotes und hier ein gelbes und hier orange ist Intellekt. Die beiden Dinger habe ich schon. Ja, irgendwie, eigentlich soll ich alles mitnehmen, was nicht angenagelt ist, aber irgendwie habe ich keinen Platz mehr dafür. Wirklich zu einfach. Leider kann man auch nicht nachgucken, ob Aufgaben schon erledigt sind oder nicht. Das macht die Sache irgendwie unschön, aber was soll's. Das bricht mir jetzt mal nicht viel aus der Krone heraus. Es gibt hier noch ein paar Gebiete. Es gibt hier noch ein paar Punkte, die man vielleicht besuchen sollte. Zum Beispiel hier gibt es einen Geil mit billigen Büchern. Ich kann ja alles umlegen, was ich hier finde. Oder ich verziehe mich erstmal und komme später zurück, denn eigentlich habe ich ja schon die Schatzkammer gefunden. Zumindest nach meiner Definition.
Und deshalb gibt es hier eh nicht mehr so viel Schönes zu entdecken. Geld habe ich ja einiges gefunden, das soll mir reichen. Dann drehen wir uns mal um. Den Aufzug konnte man ja leicht finden. Und ansonsten kann ich mal eben noch ein paar von denen wegräumen, meine Güte. Das ist echt nicht zu viel, ist echt nicht zu viel verlangt. So, die ist auch noch im Weg. Ja, ein Elfenstecker, Elfenkrieger. Das wird ja im Ansatz schwierig. Naja, nicht wirklich. Heugabeln. Oh, oh, oh. Gut, dann legen wir dich noch um. Hier sind auch noch mehr Bogenschützen. Oder Wächter. Toll, Wächter. Klasse Name. Pessens, die lasse ich einfach mal stehen. Die sind ja keine Gefahr. Oder irgendwas. Kann ich hier durch? Ja, kann ich. Schon entschärft. Das ganze Geld ist es auch fast wieder wert, das Ganze aufzumachen. Deshalb. Schon entschärft. Legen wir da mal einen Bogen rein. Dann bleibt es auch im Schloss. Dann ist es auch fair für die Elfen. Die sind ja die Verlierer im derzeitigen System. Und naja. Mein EFP gibt's alles. Und da will ich mir echt nicht drüber beklagen. Ups, naja. Lassen wir den Bürger Bürger sein. Ich meine, hier gibt's eh keinen wirklichen Ruf in dem Gebiet hier, glaube ich. Du bist tot und ich nicht. Bist du jetzt stolz drauf, oder was? Naja, hier unten gab's noch ein kleines Gebiet. Mit Drachenfliegen und Drachenfliegenkönigin entsprechend. Aber das ist auch nichts. Von hier aus kommen wir in den Knast auch. Sozusagen. Und wir finden noch mehr Geld. Wenn es nicht zählt, macht nichts. Komm hier nochmal zurück und sammle den Rest ein. Das ist echt eine schicke Geldquelle hier unten. Und das Ding ist orange, das bringt Intellekt, sonst nichts. Und das Ding ist blau, das bringt Charisma, sonst nichts. Ich komme aber schon mal nur von draußen hier rein. Deshalb merken wir uns das. Der Peasant, den wir wohl nicht umbringen, der hier rumsteht. Und dann können wir noch hier rein. Der andere ist der Weg zum Thron, der sollte abgeschlossen sein, zum derzeitigen Zeitpunkt. Das heißt, da kommen wir dann noch gar nicht rein. Aber ich könnte mal eben nachgucken, was das hier eigentlich sein soll. Ach, eine Echsen. Ein Echsenbild. Schon entschärft. Na, ich werde sicherlich nicht nachgucken, was der Typ da hinten schon entschärft. Im Raum gerade zu tun hat. Nachher hat es doch irgendeinen negativen Effekt auf mich. Ich sammle einfach Kohle. Dafür bin ich grundsätzlich gesehen hier. Neben der Aufgabe, versteht sich. Unten sind wir also quasi fertig. Ich sollte also meinen Weg nach oben langsam beginnen. So, alles in Ordnung von der Rüstung her. Sieht ganz gut aus. Von Herrn P. her kann man auch noch was ausbügeln. So. Deshalb geht's nach oben. Da gibt's auch noch haufenweise Feinde, aber die haben ja keine wirkliche Bewandtnis. Obwohl, es gibt noch einige Fässer abzugreifen. Die könnte ich mir noch holen. Einfach aus Prinzip in dem Sinne. Lassen wir uns mal nach oben tragen und da sind wir auch schon. Und die ganzen Peasants, die machen die Kämpfe nicht gerade sinniger, aber ich könnte sie einfach mal alle wegräumen. Ich kann ja meinen Ruf angucken, ich meine, was soll schon passieren? Safe. Dann gucke ich gleich mal den Raum durch und Inferno sollte ja einige Dienste leisten, wenn es ums Leerräumen geht. Platt. Platt. Naja. Die Typen sind irgendwie. Ich würde die nicht verhelfen halten, mal ernsthaft. Das sehen für mich aus wie verkappte Ökos, die irgendwie sich Sträucher an den Kopf binden. Ah, na gut, das sind ja eigentlich doch schon Elfen. Gelb wie Genauigkeit oder Geschick. Violett wie Reaktion. Und grün wie Ausdauer. Gut. Das ist noch ein Krieger. Falls ich ihn so nennen kann, der rennt ja mal hinweg.
Dich kloppen wir noch zu Tode. Sofern ich an dich rankomme, versteht sich. Nahkampf bevorzuge ich stark im Gegenüber dem Fernkampf. Aber hier findet sich nicht viel. Lächerlich. Und das ist auch nicht unbedingt schlecht. So muss ich nicht so viel erkunden. Gut, du bist auch Geschichte. Ich will auf die ganzen Fässer einsammeln. Die haben ja schon einen Effekt. Einfach mal alle sterben gehen, dann bin ich auch zufrieden. Dann gibt's nichts zu beklagen und Kollateralschaden kann vermieden werden. Gut, ihr seid alle an einem sicheren Ort, vergleichsweise. Orange war Intellekt. Und gelb war Geschick. Gut, gut. Das heißt, in dem Raum sind nur die Peasants. Das heißt, außerhalb kann ich eigentlich fast alles an den Händen und haufenweise davon. Das ist nicht ganz so einfach. Wups. Egal. Lachhaft. Was soll's. Reaktion. Und was gibt's hier noch? Genauigkeit. Ich gebe mal ein bisschen was auf ihn, denn der kann's auch gebrauchen. Zumindest gegen Ende des Spiels kannst du noch eine Bewandtnis haben. Ja, feine Technik sind wir fertig. Dann würde ich gerne eine Sache austesten. Safe. Wir sind noch neutral. Wir machen eine Runde entfernen. Nicht zu einfach. Und wir sind neutral. Oh, ich habe gar nichts getroffen. Ja, das verringert den Ruf, das würde ich vermeiden. Auch wenn es im Elfengebiet ist. Ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das sollte nicht sein. Wir sind hier also größtenteils durch. Ich hoffe mal, dass das von den Schatzkisten her gilt. Die kümmern sich nicht. Geht's am Arsch vorbei. Das kann ich nur begrüßen. Gut, wenn ich das hier durch habe, dann werde ich mich auch sofort rüber nach Eratia begeben. Und generell mal meine Orte abklappern. Eigentlich wäre Deja ja die erste Anlaufstelle. Das ist doch schön, da haben wir schon mal zwei dritte Klasse Aufgaben abgeschlossen. Evely wäre auch noch ein schöner Anlaufpunkt, den ich erreichen sollte. Und erstmal werde ich Sachen verkaufen, mich dann zum nächsten Punkt begeben und dann sieht man sich das nächste Mal wieder. Bis denn.